Ja, liebe Anwesende, herzlich willkommen zu dem vierten Quartiergespräch. Mein Name ist Urs Frey und ich bin der Präsident des Quartierverein und werde jetzt die Einleitung machen. Es ehrt uns natürlich, dass ihr gekommen seid. Wir haben gedacht, ja, bei diesem Wetter können wir Prioritäten auch anders setzen. Wahrscheinlich haben das auch etliche so gemacht. Umso mehr sind wir natürlich erfreut, dass ihr jetzt kommt. Bei uns heisst das Motto immer auch, Qualität geht vor Quantität. Und wir schätzen das natürlich jeder und jede, der da gekommen ist. Quartiergespräche für die, die noch nicht dabei waren oder nie dabei waren. Wir machen das jeweils in der ersten Hälfte des Jahres eine Serie von drei- oder vierseitigen Gesprächen. Und die Idee dahinter ist nicht, dass wir Superprominenz suchen im Quartier, sondern Leute, die etwas mit dem Quartier haben, in irgendeiner Form verbunden sind oder wo wir so das Gefühl haben, das wäre noch interessant, mal mit ihnen ein Gespräch führen. Naheliegenderweise sind das natürlich, wie jetzt in diesem Fall, auch Leute, die einen Laden betreiben und von dort her natürlich schon so an den Schnittpunkten des Quartierlebens sind. Wir haben den ersten geführt mit der Papeterie Buchel. Wir haben aber auch eins gehabt in der Galerie an der Kartaustrasse. Ein drittes Gespräch mit unserer Quartierkreischefin, mit der Quartierpolizistin. Und jetzt freut es uns außerordentlich, dass wir das vierte Gespräch da machen können mit der Silvia Nitschke im Reformhaus im Seefeld, wo hoffentlich alle schon längstens kennen, aber nicht unbedingt wissen, wer so hinter dem bekannten Gesicht ist. Und das ist das Thema vom heutigen Abend. Ja, wir werden einfach jetzt das Gespräch führen, so auf dieser Ebene. Und dann wird das mal ein bisschen geöffnet ins Publikum, wie das so herkömmlicherweise bei so Gesprächen ist. Und nachher auch muss man selbstverständlich nicht einfach weg. Wir sind ja da schließlich auch immer ein Lebensmittelladen. Und selbstverständlich wird es auch ein Apéro geben, wo gesponsert ist, das mal nicht nur einfach vom Reformhaus, sondern auch von den Lieferanten vom Reformhaus, einerseits von der Firma Fag und andererseits von der vom Küferweg, von der, wie sagt man dann? Weihandlung vom Küferweg. Gut, also das heisst, man kann also noch länger bleiben, man kann auch noch Gespräche führen, auch noch mit den Mitarbeitenden vom Reformhaus. Also viel Vergnügen für den heutigen Abend und jetzt übergebe ich dir, Bernhard, das Wort. Ich habe heute erfahren, dass Silvia vor genau 22 Jahren angefangen hat hier. Also es ist so fast wie ein kleines Jubiläum. Ich habe das natürlich gewusst. Ich weiss viel. Und genau seit 22 Jahren tue ich mich für das Gespräch vorbereiten. Weil ich wohne in der Nähe und ich war viel in diesem Laden. Und ich habe noch viel gehört, viel beobachtet. Aber zu dem kommen wir dann später. Was hast du vorher gemacht? Vorher. Also ganz ursprünglich bin ich Kinderkrankenschwester. Und ich bin in Norddeutschland in Göttingen aufgewachsen, habe dort die Ausbildung gemacht und bin dann auf Zürich gekommen, ans Kinderspital und habe dort Intensivpflegeausbildung gemacht. Und hast du den Laden übernommen? So schnell nicht, nein. Aha. Und nach der Ausbildung habe ich noch ein Jahr geschafft und habe ich gemerkt, das geht nicht. Es geht einfach nicht auf die Uhr. Also vor allem in der Schichtdienst. Und auf der Ips ist das noch mehr. Also eine ist früh, eine spät, alle drei Wochen, eine Woche Nacht wachen. Man hat einfach keinen sozialen Kontakt mehr. Also ich bewundere alle, die das jahrelang machen. Aber ja. Ja, und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, da bin ich in die Säule gezügelt. Dann ist das sowieso schwierig geworden mit den Arbeitszeiten und dem Zug, der dann zumal noch eine Stunde gefahren ist. Und dann konnte ich zwei Monate so mit Zeit nehmen, um zu schauen, was ich überhaupt will. Und das ist Schicksal, ich weiß nicht. Es hat dann zumal noch eine Alternative beizugeben im Säuleamt. Und wir sind zusammen mit der Innenwohnung, die haben eine Pinnwand. Da ist etwas gekommen von einem Bioladen, die suchen jemanden für den Laden und zum Brot backen. Und ich habe das gesehen und habe gefunden, das ist es. Das ist der Laden? Nein, es war nicht der Laden. Nein.
Nein, die Geschichte ist ein bisschen länger. Aha. Ja, und dann bin ich dort angegangen, hat er geschafft. Der Laden ist noch ganz jung gewesen. Das war ganz in der Anfänge von der Violette gewesen. Vorher hat es vor allem Reformen müssen geben. Wir haben alle nicht viel gewusst von Ernährung, aber das ist gelaufen, weil es hat sonst nichts gehabt. Und das ist so langsam Vollwerternährung, gerechte Verteilung von Essen auf der Welt und so Themen. Also es hat auch einen politisch-ökologischen Hintergrund gehabt. Mhm. Das war ein Kollektiv und nach 4 Jahren habe ich gefunden, Und dann habe ich etwas ganz anderes. Also, ist das gerade viel zu weit? Nein, ist gerade gut. Nein, ich habe etwas ganz anderes gemacht. Dann habe ich ein Jahr lang Strickmaschinen verkauft und Kurse zum Sockelismen gegeben. Das war eine gute Erfahrung. Ich habe viel gelernt. Das ist mein Hobby. Man konnte davon profitieren. Und dann habe ich gemerkt, so jetzt, was mache ich jetzt noch? Ich bin in der Berufsberatung und dann ist das eigentlich ziemlich schnell klar gewesen, okay, Biobranche, das ist es eigentlich. Also das wollte ich und wollte ich weitermachen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du das willst, dann musst du jetzt einfach Ausbildung haben. Und dann habe ich mal angefangen, zuerst den Verkaufsabschluss nachgeholt, dann die 3-jährige Lehre, also das 3. Jahr nachgeholt. Es ist relativ schnell gegangen, weil ich ja einen Berufsabschluss hatte. Das hat man dann zumal noch so 2-3 Wochen können alle machen. Das 3. Jahr ist dann irgendwie 2 Monate gegangen. Gut, dann habe ich das gehabt und dann habe ich mir wieder eine Stelle in der Biobranche gesucht und bin in Zierlinde gegangen. Und dort bin ich 2 Jahre gewesen und habe in der Zeit HFB gemacht. Das ist, ich weiß nicht, ob das heute noch so heisst, eine höhere Fachprüfung im Detailhandel. Also das okay. Ist so ein bisschen, ja, Kaderausbildung ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Rechnungswesen, Personalführung, ja, alles, was man braucht, Marketing, was man braucht, um ein Geschäft zu führen. Und das war gut gewesen. Und dann war ich in Vierlinde und in dieser Zeit, nein, das stimmt nicht, war ich 2 Jahre in Vierlinde und dann habe ich. Ich bin einfach wieder gegangen, sagen wir so. Nach 2 Jahren. Ich habe einfach gemerkt, ich kann dort nicht wirklich etwas verändern oder einbringen oder meine Stärke. Ja. Ich habe gekämpft wie verrückt, aber irgendwie. Dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt ist dann vielleicht Zeit, zum selber etwas machen. Ich habe so ein bisschen umgeschaut, wo es vielleicht einen Standort wo es noch nicht hat. Oder in Zürich? Nein, nicht in Zürich. Also wir haben ja immer noch im Säuliamt gewohnt. Schon versucht, so dort umeinander so Mauri zu wohnen, aber es war alles nicht gesehen. Und dann habe ich eines Tages, das war ziemlich am Anfang, wo wir angefangen haben zu schauen, ist das Inserat von Thanos in der Zeitung gewesen. Ja. Und dann bin ich einen Monat später oder 2 Monate später da gestanden. Von 100 Bewerbungen hat von dann an dir genommen? Ich glaube nicht, dass sie 100 Bewerbungen hatten, aber das weiß ich nicht. In welchem Jahr war das? Vor 22 Jahren. Ja, ich ja. Das, okay. Ja. Was ist in der Ausbildung nach Kinderkrankenschwester, ja. Was ist das Wichtigste, was du musstest lernen, um so einen Laden zu führen? Also das ganze Rechnungswesen. Ja. Kalkulieren. Personalführung ist sicher auch ein Teil, wobei, ja, das ist dann Theorie und wie man das umsetzt, ist immer noch eine andere Sache. Oder? Marketing sicher, obwohl das nicht so mein Ding ist. Aber so. Ja, ich versuche immer noch so die Ansätze, die ich mal gelernt habe, umzusetzen. Also ich hatte das da noch irgendwo im Hinterkopf und manchmal hole ich es noch führen. Viel wichtiger war die Ausbildung nachher. Nachher habe ich den Branchenkurs gemacht und da geht es wirklich einfach um die Wahl. Und das ist die wichtigere Ausbildung. Aber die habe ich gemacht, als ich da schon angefangen habe. Branche? Ja, das ist Bio-Branche? Ja, Bioreform. Also das ist Lebensmittel, Heilkräuter. Es hat auch wieder Marketing und Personalführung drin gehabt. Das habe ich dann halt nicht mehr. Bei dem einen Teil nicht mehr an Prüfung müssen. Handelsrecht. Das ist dann für den Laden zwar fast noch wichtiger gewesen.
Was ist denn so wichtig? Ja, die Ware kommt. Also ich finde, das Fachgeschäft, ohne dass du kompetentes Personal hast, das geht irgendwie nicht. Also deswegen gehe ich selber in Fachgeschäfte posten, weil ich will wissen, was ich da kaufe. Oder? Das heisst, du gehst nie in Coop? Ich gehe einmal oder alle zwei Jahre im Mikro, wenn wir keine Staubsaugersäcke mehr haben, zuhause. Und ich muss gestehen, ich gehe im Volkszopfelde zum Zigarettenposten. Aber sonst, sonst haben wir alles da. Die Reformhäuser verkaufen keine Zigaretten? Nein. Es gibt doch gesunde Zigaretten. Ja, aber sie haben keine Biokontrolle und sie rauchen gesunde Zigaretten. Also ein bisschen weniger schlimm. Was braucht es andere für Kompetenz? Also, du hast ja viele Leiter hier, oder? Was würdest du sagen, was für eine spezielle Kompetenz du brauchst, um in so einem Laden? Ja, die Ware kommt. Die Ware kommt. Also, du musst etwas über Ernährung verstehen. Es hat immer mehr Leute mit Allergien. Es gibt noch ganz andere soziale, ökologische Hintergründe von den Lebensmitteln. Das muss man wissen, da muss man können Auskunft geben. Und klar, wir wissen auch nicht alles. Also das Internet weiß heutzutage schon viel mehr als wir. Oder manchmal auch Sachen, die ich finde, Vorsicht. Aber dann, ja, dann sagen wir, wir wissen es nicht, damit wir uns erkundigen. Aber nicht einfach irgendetwas schwätzen, wo nicht stimmt. Mhm. Das ist mir wichtig. Ist eigentlich Reformhaus ein geschützter Titel oder kann jeder einfach irgendwie einen Laden aufmachen und sagen, wir sind das? Nein, das ist nicht mehr. Es hat früher mal einen Verband gegeben. Mhm. Aber den gibt es schon lange nicht mehr, nein. Ja. Der ist eingegangen? Ja. Veraltet? Verkrustet? Ja, es ist irgendwie verkrustet. Ja. Und ich meine, der Müll und der Ekel, die nennen sich auch nicht mehr Reformhaus, oder? Ja. Aber du bist bei dem Namen geblieben, oder? Ja, es hat vorher so geheißen und es hat für mich schon auch noch einen Ausdruck von noch ein bisschen mehr Kompetenz als einfach nur ein Bioladen. Also wir haben auch Kurmittel, wir haben Heilkräutchen, wo man wissen, was man mit welchem machen kann und so. Also, ja. Das heisst, wenn du jemanden anstellen willst, du hast ja viele Leute. Wie viele Leute arbeiten da? Wie viel sind wir jetzt? Hilfe! Ja, also alle zusammen etwa 10. Mhm. Aber alle Teilzeit, außer Anita und ich. Und Lernende? Haben wir im Moment leider keine, die hat aufgehört, wo im Sommer angefangen hat. Aber im Sommer kommen zwei ganz charmante junge Mann über. Du hast schon mal ganz einen hübschen Kleinen verloren, gell? Klein ist er nicht, nein. Was macht er jetzt? Der macht jetzt die Schule fertig. Und dann fängt er im August die Lehre an. Neben mir, damals, du hast schon mal ein Lehrbuch gehabt. Da, ich habe schon verschiedene gehabt. 5-6 Jahre hatte ich ein Lehrbuch gehabt, wo ganz tätiger war. Ah, der Blerin. Ja. Der ist nachher Fußballtrainer werden. Dann hat er Käse verkauft und jetzt, ich habe ihn seit einem Jahr nicht mehr gesehen, was er jetzt im Moment gerade macht, weiß ich nicht. Und wenn du Leute anstellst, du musst ja die Leute anstellen, irgendwo, oder? Mhm. Haben die Leute die Kompetenz, die du jetzt gesehen hast, die Ware kommt und so, haben die dich schon mitgebracht oder ist das ein Teil von der Aufgabe, bei den eigenen Leuten auszubilden? Ja, also es hat, klar, Frau Kählin, der Herr Meier, die haben etwas mitgebracht. Also Frau Kählin hat auch den Branchenkurs gemacht. Der Herr Meier ist schon so lange da, der weiß inzwischen auch so ziemlich alles. Die andere, Frau Rittmann, oder wenn sonst jemand Neues kommt, der nicht von der Branche ist, die schicke ich erst mal einen Kurs. Also es gibt so Grundkurs für das Basiswissen. Ja. Es hat noch ein anderes Lädchen hier im Quartier. Ist das eine Konkurrenz für dich? Nein, wir haben lange zusammen gearbeitet. Also ich bin in einer Bioladengruppe und das andere Lädchen ist in der gleichen Bioladengruppe. Ist das ehemalige Paradiesli, oder?
als jetzt der Sachsenmarkt. Ja. Ja, wie ist das überhaupt mit der Konkurrenz? Also ist das, man sagt Konkurrenz belebt, aber das ist, so eine, ist das ein Floskel oder stimmt das? Also dass ihr jetzt, es hat ja doch relativ viel, also Lebensmittelgeschäfte, es hat Coop, es hat Migros, es hat leider kleinere Läden da nicht mehr, aber doch, es hat einiges, wo man sich jetzt kann eindecken. Und alle und vor allem haben die, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren sukzessiv aufgerüstet quasi mit dieser Bio-Linie. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist der Tod von der Bio-Läden oder von der Reformhäuser, aber das ist nicht das, was mir entgegenkommt, wenn ich da vorbeispaziere. Ja, das ist schon viel. Ja. Wir haben letztes Jahr einen ziemlichen Boom gehabt. Und ich meine, ich muss den Kunden sagen, wie sie das empfinden. Ich denke, es ist ein anderes Einkaufen. Also eben, wie gesagt, wenn ich einmal im Jahr in den Coop ganz anfoltere, ich bin nach 5 Minuten. Es ist mir einfach alles viel zu viel. Viel zu viel. Nein, das glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich matchentscheidend, dass gute Leute da im Laden stehen. Mhm. Aber neben dem musst du irgendwie auch noch gute Produkte haben. Ja. Und wie läuft das? Also, oder? Jetzt sehe ich da, das ist jetzt der Käuferweg. Oder? So. Das ist Veleda. Du hast noch 100'000 andere Geschichten. Du musst wahrscheinlich sehr. Der Laden ist nicht wahnsinnig gross. Oder? Da musst du genau die Produkte auswählen, die. Wie läuft das? Also es gibt im Moment. Wir haben das in letzter Zeit irgendwie 40 oder 50'000 Bioprodukte, die man in der Schweiz haben. 40 bis 50'000? Ja. Und wir haben da innen so zwischen 4 und 5'000. Jetzt sind es wieder ein bisschen mehr, weil es jetzt Claro noch gegeben hat. Ja, wir müssen auswählen. Wir müssen auswählen, also die Lieferanten, es kommt immer, steht im Moment wahnsinnig, immer zu etwas Neues. Und dann schauen wir das an, miteinander. Und wenn irgendjemand findet, oh, das muss unbedingt sein, dann, ja, dann schauen wir. Und dann gibt es natürlich immer wieder, also jetzt habe ich den Tee zum Beispiel, das ist ein Wahnsinns-Teesortiment und über die Sachen muss man so, da muss man halt ab und zu mal schauen und einfach die Sachen, die es wirklich nur einen im Monat braucht, die müssen wir raus tun. Das ist klar, Sortimentsbereinigung gehört dazu, weil es wechselt auch immer wieder, oder? Mhm. Oder da gibt es plötzlich irgendeinen Artikel, wo es einen Rang gibt, wie verrückt. Und tust du das irgendwie abchecken mit dem Wachsermarkt? Nein. Völlig unabhängig? Völlig, ja. Ja. Sind die Kunden von hier andere als dort? Weißt du das? Das finde ich schwierig zu sagen. Ich denke, sie haben viel mehr Leute, die gehen kurz Mittag posten oder so schnell verlieren. Ich meine, die haben natürlich viel mehr Laufkundschaft. Mhm. Sonst weiß ich nicht, also ich weiß von einigen, dass sie in beide Läden gehen, aber sonst kann ich nicht wirklich beurteilen. Weißt du, eine Vorstellung, wer kommt, also der Rayon, von wo kommen die Leute? Sind die aus dem Weiteinzugsbereich oder also sind die hauptsächlich Leute aus dem Quartier? Oder? Nein, es sind viele aus dem Quartier, es sind aber Leute ganz Edelrab, es sind Leute Zollikerberg. Da der Kreis 7 drauf, also es ist relativ weit. Und dann hat es ein paar, an denen haben wir Freude, wo irgendwann mal gezügelt sind aus dem Seefeld und jetzt gleich alle Woche einmal kommen. Und das ist schon schön. Wenn wir wieder Kundschaft sind, tust du Produkte anhand für die Kundschaft hier auswählen? Also klar musst du es verkaufen. Aber also wir versuchen immer, wenn jemand einen Wunsch hat, etwas gerne will, dann können wir es entweder einzeln bestellen für die Kunden. Also wenn es jetzt etwas ist, das nicht gerade wirklich ein Spezialwunsch ist, und sonst versuchen wir auf Wünsche einzugehen und das ins Sortiment zu nehmen, solange man noch irgendwo ein Plätzchen findet. Ich bin jetzt seit 22 Jahren einer von diesen Kunden ab und zu. Und man sieht ganz unterschiedliche Leute in diesem Laden. Ja, das ist so. Das ist auch schön. Eine enorme Vielfalt.
Was ist für dich der Idealkunde oder Kundin? Das gibt es nicht. Gibt es nicht? Nein. Nein, ich denke, für mich ist immer wichtig, ich nehme die Leute einfach so, wie sie da hinkommen und das sind sie. Und ich bin da und bin für die da. Es gibt keinen Idealkunde. Ja, wenn ich auch nicht nur mit dir, aber auch andere beobachte, dann habe ich das Gefühl, neben den Produkten, Kenntnis, neben den Kompetenzen, die man muss haben, wenn man etwas verkauft, müssen wir auch fast ein Psychologiestudium haben. Ja, oder gesunden Menschenverstand. Aber eben jetzt bei der. Ich habe so ein Vorurteil lange Zeit gehabt gegen Reformhäuser. Das sind so die Gesundbetten, das sind so die, die fast ein bisschen ungesund aussehen. Und einfach so ein Klischeebild, also ein bisschen von der bleichen, auszehrten Person, die da jetzt irgendwie ihre Produkte kaufen. Das ist zum guten Glück jetzt da eigentlich nicht bestätigt worden, bei all den Jahren, die ich den Laden kenne. Oder? Aber hat da ein Wechsel stattgefunden? Also dahinter ist ja so ein bisschen wie auch etwas Weltanschauliches, ja. wo im schlechten Sinn manchmal bei mir fast etwas Sektierisches gehabt hat. Kannst du etwas sagen? Wie erlebst du das, den Wandel rund ums Thema Reformhäuser? Das hat natürlich ganz eine ganz andere Geschichte. Die ersten Reformhäuser, die es gegeben hat, das war so in den 20er Jahren. Und dann ging es einfach darum, gegangen, vegetarisch. Also da ist nicht um Bio oder sonst irgendetwas gegangen, sondern einfach Veggie hat es müssen sein. Und aus dem sind Reformhäuser entstanden. Nachher ist der Biolandbau dazu gekommen, der Müller und das Möschberg. Also dort, wo sie Forschung hatten. Und dann sind ziemlich rasch Bioläden gekommen, weil eben die Reformhäuser genauso waren, wie du gesagt hast. Es hat kein Gemüse gehabt, keine Früchte gehabt. Und das ist natürlich, ich meine, das ist das A und O, wenn du gesund willst, ernähren. Und so sind dann Bioläden gekommen. Und ich denke, wir sind auch vom Sortiment her sind eher ein Bioladen als ein Reformhaus. Hast du in diesem Kontext irgendwie eine spezielle Strategie, oder du, ihr, habt ihr eine spezielle Strategie? Oder meine, du musst dich eingrenzen im Sortiment. Ihr habt eine Art, die ihr habt, oder pflegt. Und ist das bewusst, oder hockt man zusammen und sagt, das müsste man. Siehst du, wie diese Strategie so? Also Es hat nicht wirklich irgendwie ein Konzept für den ganzen Laden. Und es ist auch so schnell im Wechsel. Also ich denke, da kann man gar keine starren Sachen machen. Wir haben ein paar Grundsätze, was wir ins Sortiment nehmen und was nicht. Also wir nehmen jetzt sicher nichts mehr ins Sortiment, das nicht biozertifiziert ist. Außer die Mirabelle von der Wienegg, aber sonst einfach nichts. Ja. Und es hat ein paar Sachen, wo es einfach schon seit 100 Jahren gibt und das wollen die Leute einfach. Das sind vielleicht 5 Artikel in dem ganzen Laden, die nicht biozertifiziert sind. Zum Beispiel ein Bouillon von der Morga. Ja. So Sachen. Aber das wollen die Leute einfach eben, die kennen das seit 50 Jahren und die können ohne das nicht leben. Und es ist angeschrieben, dass es nicht bio ist und da können die Leute selber entscheiden. Aber etwas neu im Sortiment, das nicht bio ist, nein. Haben wir noch andere Kriterien? Also zum Beispiel, je lokal, desto besser, ja. Oder irgendwie, ja, vor allem wenn es weit verschifft wird aus Übersee oder ja. Mit dem Flugzeug kommt, oder einfach so die mehr ökologischen Fragen, ist das ja. Das Thema? Ja, sicher. Also wir haben jetzt zum Beispiel keine Bier aus Argentinien, es hat jetzt einfach keine Bier. Und die Leute fragen? Ja, klar. Ja, da muss man jetzt halt, finde ich, einfach warten, bis es wieder Bier gibt. Mhm. Da. Weil ich meine, das sind 2 Monate, wo es kein Bier hat. Das finde ich jetzt, das geht. beim Gemüse ist der Gemüsler, mit dem wir zusammenarbeiten, das ist eine ganz gute Sache. Der hat Beziehungen zu vielen, auch kleineren Gemüseproduzenten. Und sammelt das zusammen oder die bringen dem das. Es ist erstens, die Frische ist sehr gut. Also die tun das zu Abend, ernten, zu Nacht zu ihm bringen und ich habe das am Morgen im Laden.
Manchmal sieht man auch den Salat auch von welchem Bauer das ist. Wegen der Schnecke? Ja, wegen der Schnecke oder einfach ausgesehen von dem Salat. Es ist wirklich schön. Es macht auch irgendwie mehr Bezug, oder? Ich weiß, der Salat ist dort gewachsen. Mhm. Und das ist alles regional, zumindest im Sommer. So von Dezember bis Januar haben wir keine Tomaten. Bananen haben wir immer, ist auch Übersee, aber das ist jetzt einfach so, die sind Demeter und ich denke auch sozial verträglich. Ja, das sind auch Kriterien. Mhm. Aber man könnte sich Ökologie, ja vorstellen, dass man Transportwege. Im Gemüse, dass einfach irgendwie ein einzelner Lieferant, irgendein oder zwei Bauern jetzt aus der Umgebung oder so, ist das nie ein Thema gewesen, oder? Auch beim Käse zum Beispiel, oder? Ja, das ist eben die Frage. Also dann habe ich vielleicht drei Bauern, die fahren alle drei da an, um mir zwei Liter Salat zu bringen. Und dann hakelt es irgendwo, wo die Bauern sind, und dann hat es gar keine. Also das kann ich der Kundschaft nicht vermitteln, warum es dann die Sachen nicht hat. Das ist jetzt schon relativ schwierig, weil wir sind da so gewöhnt, dass es immer alles hat. Das ist, und immer alles super schön sein. Und wenn es geregnet hat und die Erdbeeren reif waren, dann sind sie einfach nicht mehr super schön. Oder im Winter der Nüsli-Salat. Es sind alle Freiland-Nüsli. Wenn wir Freiland-Nüsli-Salat haben, es muss einmal geregnet haben, dann ist das so dreckig. Und rüsten muss man den immer, weil die unteren zwei Blättchen, kein Blättchen, muss man immer wegnehmen. Und das sind so Sachen, die ich auch versuche zu kommunizieren im Laden. Das ist so feiner Nüsli-Salat. Und der baut einfach irgendwann niemand mehr an, weil es niemand mehr kauft. Mhm. Und das ist so schade. Mhm. Also, so Sachen sind mir schon noch wichtig. Für die ganze Pro Spezie Rara Gemüse, was es gibt. Einfach, dass der Saatgut nicht verloren geht. Mhm. Weil sonst haben wir dann irgendwann nur noch Gentech und nur noch Monsanto. Jetzt mit den Überlegungen. Wenn du jetzt eine Konkurrenz anschaust, wie würdest du das einschätzen? Wie fühlst du dich positioniert in dem Markt von Bioläden, von Reformhäusern? Du kennst ja deine Kollegen und Kolleginnen, oder? Also du meinst jetzt innerhalb von der Bioläden? Ja, von der Bioläden. Weil dich interessiert nicht, was da geht. Nein. Oder? Nein. Und der Kirsch interessiert in dem Sinne auch nicht? Nein. Der Bäcker, oder? Nein. Also der Kirsch, nicht der Kirsch. Entschuldigung. Heißt der Wiesch. Ja, ja, der habe ich gemeint. Oder? Also meine, einfach die könnte Konkurrenz sein. Es spielt keine Rolle. Nein. Also wir und meine Leute und der Laden, wir sind einfach wie wir sind und ich hoffe, wir machen es gut. Anscheinend läuft es gut, oder? Sonst würdest du deine Frage stellen, oder? Ja, sonst müsste ich mich wahrscheinlich fragen, ja. Würdest du gerne einen grösseren Laden haben? Ja, so ein Traum wäre noch Bekleidung. Fair und Bio. Aber eigentlich habe ich genug zu tun mit dem. Also wird der Strozzi bankrott macht? Ja, also noch ein Bio-Kaffee nebenan wäre schön, aber das müsste dann jemand anders machen. Man könnte zusammen schon miteinander arbeiten oder sich gegenseitig unterstützen. Aber ich muss sagen, rein vom Arbeitsaufwand und manchmal auch so von der psychischen Belastung ist es genug. Mhm. Also psychische Belastung wegen der Kunden? Nein, also es ist selten. Wir haben wirklich wahnsinnig angenehme Kunden. Klar, tut man irgendetwas ausrufen, aber das gehört dazu. Also ich meine, wir machen auch Fehler und dann ist jemand frustriert. Und klar, das kann passieren, aber das ist nicht so schlimm. Nein. Personalführung, das ganze Team, irgendwie immer, das ist anstrengend. Das ist so. Aber auch gut, aber anstrengend. Und ich bin den ganzen Tag am Kommunizieren. Immer von am Morgen bis am Abend. Entweder mit Kunden oder mit Lieferanten oder mit meinen Leuten. Und das ist manchmal einfach
Wie viele Stunden hat deine Arbeitswoche? Also theoretisch auf 80%. Es sind so, mit dem, was ich zu Hause noch alles mache, zwischen 40 und, wenn es ganz schlimm ist, 60 Stunden. Wenn es ganz schlimm ist. Also schlimm, wenn wirklich gerade alles miteinander ist. Aber so im Normalfall denke ich mit 40 Stunden auch mit dem, was ich zu Hause noch mache, 40 bis ja, 45 Stunden. Was ist denn die anstrengendste Zeit? Ja, jetzt war es gerade anstrengend. Jetzt haben wir den Bioladentag. Gestern Nacht habe ich mit meinem Maler noch Inventur gemacht, weil wir den Jahresabschluss hatten. Ende Juni? Ja, es ist schon am 30. Juni. Ja. Eben, ich habe am 1. Juli angefangen. Ah, ja, okay. Streng. Das kann ich so gar nicht sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie der Dezember wahnsinnig streng ist. Das ist einfach normal und wir sind ja genau darauf eingerichtet. Wir wissen ja, es ist dann so. Aber manchmal kommen einfach irgendwie so fünf Sachen noch zusätzlich. Das ist dann streng. Also wenn man zu dem, so zum normalen Alltagsgeschäft irgendwie stapelt jemand von der Suva da innen oder das kantonale Labor findet wieder irgendetwas. Das ist dann anstrengend. Ja, also die nehmen dann einfach irgendwelche Sachen mit und untersuchen das und dann... Das ist gut, das sollen sie auch machen, aber manchmal ist es einfach schon ein bisschen... Ja, finde ich jetzt schwierig. Ich finde die Kontrolle gut, ich finde es auch wichtig, dass man so... Vor ein paar Jahren war es mit dem Belag in den Deckel vom Konserven. Den muss man nachgehen, das ist klar, so etwas darf man dann nicht mehr brauchen. Aber manchmal gibt es dann auch Sachen, die ich jetzt ein bisschen abgehoben finde. Ja. Da zum Beispiel? Das? Ja, ich meine, da müssen wir nachweisen, dass wir da die Temperatur kontrollieren. Und ja. Das hat einen dicken Ordner, den man aufheben. Da kannst du noch nachschauen, was das für eine Temperatur letztes Jahr an dem Tag kommt. Ja. Das ist aber gut, das ist okay. Das ist auch für uns wichtig. Ja. Ich meine, es muss kalt sein und es ist gut, wenn wir das kontrollieren. Aber das sind vernünftige Sachen. Das interessiert niemand. Mal, also, wenn ich das da zum Einverkauf und der vom kantonalen Labor neben mir steht, dann geht es mir nicht mehr gut. Aha. Es sind einfach Vorschriften. Es hat wahnsinnig viele Vorschriften im Lebensmittelhandel und das werden immer mehr. Und wenn dann viel so Zeug zusammenkommt, dann ist man schon, also dann bist du eine Woche beschäftigt mit Checklisten machen und Arbeitsabläufe dokumentieren. Und, also es ist wahnsinnig viel Administration hinten dran. Mhm. Und du zahlst immer? Nein, also nur wenn er irgendetwas ganz Schlimmes findet. Also wenn ich nicht busse? Ich meine, wenn sie Kontrolle machen? Ah, nein, das zahle ich nicht. Nein. Die nehmen das mit und untersuchen das auf irgendetwas, was wird. Einmal im Jahr? Nein, das steht einfach da rein. In der letzten Zeit habe ich das Gefühl, ich komme immer da an, weil es am nächsten ist zu ihnen. Ist es zu ihnen? Ja, natürlich. Auch Lebensmittelkontrolle kommt und dann kommt. Hat das irgendwie, also jetzt, das hat zugenommen kontinuierlich in den 22 Jahren? Hat das irgendwann mal angeschnitten oder ist es immer so gewesen? Nein, die Lebensmittelkontrolle kommt immer zweimal im Jahr. Ja. Das ist normal, das ist okay. Schon gut. Ja. Das kantonale Labor kommt einfach, wenn es da irgendwie, weiß ich, die Reismilch untersuchen und dann können wir das holen und testen das auf irgendetwas. Und das ist ja dann auch gut, wenn wir dann Ergebnisse bekommen und die Sachen in Ordnung sind. Bevor das dir auch die Fragen, habe ich noch zwei letzte Fragen. Wieso hat dir das mit den Zettel aufgehört? Oder? Wenn man ist gerade Gemüse holen, man muss ein kleines Zettel bekommen, zack, oder? Ich weiß nicht, vielleicht haben am Freitagmorgen nicht all so viel Zeit wie du, aber bis wir das alles aufgeschrieben haben, es geht einfach viel schneller. Das hätte ich nur noch nie gemacht. Nein, du hast gesagt, du würdest dich gerne behalten, so ja, es war schon sympathisch, so ein kleines Zettel in die Lecke. Also ich muss sagen, im Nachhinein finde ich es furchtbar. Nein, also es hat zwei Sachen. Es geht schneller. Und die Kunden haben einfach klare Rechnung. Oder wir haben einfach da die Preise auf den Zettel geschrieben. Jetzt hat es einen Zettel und da steht drauf, zu Getty so viel Tomaten, so viel. Und Transparenz. Nein.
die letzte Frage, die ich stelle. Vielleicht stelle ich noch eine andere, aber im Moment. Probon. Ja. Unsere Kinder, das liebt es. Probon. Ich weiß nicht, ob das der Clou ist von der Sache. Das, wo die Kinder irgendwie anfixen auf die Reformhäuser, weil sie ein ganz spezielles Erlebnis sind mit diesen Büchern. Also immer Häuser in das gemacht. Aber ist das machen die Leute das? Mhm. Also es gibt noch zwei Reformhäuser in Zürich, die das abgeben, sonst niemand mehr. Ich kann das nicht abschaffen. Also ich meine, wir sind mit der EDV ausgerüstet, ich könnte Kundenkarten machen und alles und den Rabatt dann nachher irgendwie aufverteilen. Was ich gut daran finde, ist es anonym. Also du musst keine Adresse, musst gar nicht, wirklich anonym und hast deine 10 Franken. Und abschaffen kann ich das nicht. Ich glaube, das gibt einen Wahnsinnsaufstand. So ist das. Es ist ein bisschen exotisch. Ja, es ist. Ich meine, es ist auch, dass wir beim Gemüse bedienen. Ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo anders gibt. Ja. Ja, in paar Jahren tut man ja im Kopf niemand mehr an der Kasse haben. Nein, das kannst du ja jetzt schon. Ja. Jetzt hätte ich dir euch Gelegenheit geben. Eine Frage, ist etwas, was euch Wunder nimmt? Ja. Und zwar habe ich eine technische Frage. Sind alle Produkte auf die Kasse registriert worden? Ist das wie, also werden die Produkte so quasi digital verwaltet? Also, und wenn etwas verkauft wird, dann sieht man nachher gerade auf der Kasse, wie viel die Produkte verkauft. Also nicht auf der Kasse, sondern im Büro, im Backoffice. Wir haben das Warenwirtschaftssystem. Also wenn die Ware kommt, dann tun wir die erfassen und einbuchen. Und wenn wir es an der Kasse verkaufen, dann tut es an dem Artikel wieder abbuchen. Das ist, ich habe das irgendwie, weiß nicht, vielleicht macht 10 Jahre oder so. Ich habe einfach irgendetwas müssen machen, weil sonst wäre ich jeden Sonntag da im Latte gestanden und hätte bestellt. Das war nicht mehr handelbar gewesen. Und jetzt, also erstens, ich denke, meine Leute finden es auch lässig. Es gibt ein bisschen Abwechslung. Man hat noch ein bisschen am Computer. Man muss noch ziemlich viel denken. Man ist auch noch gefordert. Das finde ich noch gut. Und den meisten macht es wohl Spass. Auch noch das andere. Was wollte ich sagen? Ja, und jetzt, also für eine Bestellung, wo ich. Und wir sind auch vorher schon ziemlich gut organisiert gewesen. Da hätte ich 2 Stunden, dann haben wir jetzt 3 Minuten. Wahnsinnig. Und dann auch analysieren, welche Produkte, wie lange das Produkt geplant ist. Ja, das kann ich alles schauen. Ich kann überall schauen, wann das gekommen ist, wie lange das da ist, wie oft was verkauft wird. Eben für so Sortimentsbereinigungen wie mit dem Tee oder so muss ich das machen. Dann sehe ich, dass das sehen wir jetzt, das kauft irgendwie nur Frau Müller und alle 2 Monate, dann kann ich sie auch bestellen. Weil ich kann, mir ist das, sind die Klaro-Sachen wichtig gewesen. Das ist auch in der Bioladengruppe entstanden. Und ich habe einfach Platz müssen haben für die Sachen. Ja, und dann habe ich halt den Tee ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen zusammengeschoben sonst noch. Und das, es geht, irgendwie geht es dann immer. Mit welchem Produkt tust du am meisten Geld verlieren, wenn es nicht gut läuft? Ja, mit dem Frischprodukt. Gemüse? Gemüse, einfach Frischprodukt. Weil das, also ich meine, das Gemüse, das weiß ich einfach. Also wir haben jetzt die, die an dem Gemüse umbestellt haben, ziemlich gute Erfahrung. Aber wenn morgen irgendwie, weiß ich, ein Gewitter kommt oder so, dann kommt da niemand. Also, oder weniger Leute. Das weiß ich wirklich einfach nicht. Und das ist etwas, was sich sehr verändert hat in den letzten 10 Jahren. Es hat früher so, ist der Dienstag und der Freitag und der Samstag. Dann haben wir gewusst, dann haben wir viel Gemüse, dann können wir die Algo posten. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Überhaupt nicht mehr. Das kann an einem Donnerstag sein, Umsatz wie ein Samstag oder am Montag. Also das ist fast nicht planbar. Das ist so ein bisschen Gespür, ich weiß auch nicht. Gibt es Tage, wo du den mehr verkaufst?
Oder mehr bestellst, wenn du das Gefühl hast, Ja, also das ist schon auf der Freitag und auf der Samstag haben wir schon noch ein bisschen mehr als sonst. Ja. Also das Quartier hat sich sehr verändert in den letzten 20 Jahren. Hat sich auch die Kundschaft verändert oder ist sie eher gleich geblieben? Also was ganz schön ist, dass es viel immer noch die gleichen Leute sind. Also dass das Kind, wo gerade auf die Welt gekommen sind, wo ich da angefangen habe oder wo ich Mütter noch schwanger gesehen habe und nachher die Babys. Das sind jetzt junge Erwachsene und die sehe ich dann auch ab und zu nochmal. Das ist noch schön. Also es hat auch wie fast noch etwas Dörfliches. Die Leute kennen sich und am Samstag finde ich es manchmal ganz schön. Dann stimmt das so in allen Ecken, weil die Leute dann schwätzen. Und das gefällt mir, es ist eine schöne Atmosphäre. Was sich verändert hat, wir haben sehr viele englischsprachige Leute. Wir haben neu ziemlich viele Leute aus Osteuropa. Ja, das ist schon anders. Schon Deutscher. Die haben dann auch andere Kauf. Nein. Nein. Also ich denke, die da ankommen, denen geht es auch um wirklich Bio, um gute Produkte und ums bedient beraten werden. Wie viel Prozent von deinem Umsatz macht jetzt Frischwaren aus? Also das ist ja das, was mich am ehesten jetzt noch. Ja, das Gemüse ist irgendwo so zwischen 18 und 20 Prozent. Doch, ja. Ja, wir haben jeden Tag zwei Lieferanten, gell? Also du hast zwei schon, Gemüse. Ja. Und wie lange stehst du hinten beim Rüsten? Tust du noch rüsten? Am Morgen, ja, klar. Also weißt du, wir müssen das, was noch da ist, wenn man anschauen kannst. Also ich meine, Trüebli tust du nicht jeden Tag bestellen. Es ist ein Lagergemüse. Ja. Aber zu Lötz sind eigentlich immer frisch. Weißt du, ich hätte noch die Abbühr gehabt. Hast du die Abbühr auch noch gehabt? Ja, der Fröhlichstrasse. Ja. Mal so. Der ist am Morgen, ja. Um 4 Uhr ist der hier. Ja. Um 4 Uhr nicht, aber am Freitag und am Samstag bin ich zwischen 5:30 und 6 da. Ja. Und etwa 20%, 50%. Ja. Kosmetik? Urviel? Ja. Ist nicht urviel? Nicht? Nein, du kannst den ganzen Laden mit Biokosmetik füllen. 10%. Vom Umsatz? Ja. Das müsste ich jetzt gerade nachschauen. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Conny, hast du eine Ahnung? Nein. Ich muss auch fragen, wie ist es denn? Sack. Und wenn ich jetzt in Milchbar einkaufe, dann kostet mir vielleicht für 100 Franken 2 Säcke voll Essen. Wenn ich in Lidl gehe, sind es 3. Und wenn ich es in Formus gehe, sind es vielleicht halber. Das ist so ein bisschen die Frage. 3 Viertel. Jetzt ist aber die Frage, wo, wenn ich jetzt viel ernähren muss, wo macht es am meisten Sinn, biologische Produkte? Welche Produkte muss ich dann kaufen? Macht am meisten Sinn für eine gesunde Ernährung? Gemüse und Früchte, ganz sicher. Ja. Öl. Und ich würde bei dem Lidl und bei dem Mikrosack vielleicht auch mal reinschauen, was da drin ist und ob das Sachen sind, die du wirklich brauchst. Was heißt Bewusstsein für mich helfen? Ja. Ich denke, also eben, wie gesagt, mit einem Staubsaugersack im Mikro. Und wenn ich dann einmal, also wenn ich die Gang poste und das dann mal wieder sehe, was die Leute alles in diesen Wegen inne haben. Also 2/3 von dem braucht es nicht. Wirklich nicht. Das sind keine Lebensmittel. Das ist irgendetwas, aber. Also. Darf ich dir eine ganz persönliche Frage stellen? Mhm. Du hast mich beim Käse schon mal sehr gut beraten. Und ich mache jetzt einen kleinen Werbespot für die Käserei Hittenberg, die am Wald. Ein wahnsinnig guter Käse, den verdanke ich dir. Was ist dein Lieblingsprodukt an Ihnen? Deine? Wo du sagst, das esse ich wahnsinnig gerne, auch heute Nacht, nach 22 Jahren. Ja, den habe ich noch nicht 22 Jahre, aber etwas vom Besten, was wir im Moment haben, finde ich den Schafbrie aus Rohmilch. Der ist einfach göttlich. Und was habe ich? Ich habe ziemlich viel gern. Gemüse? Früchte nicht so viel, das vergesse ich irgendwie immer. Die Quärkli vom Burgrain. Die sind auch was? Mega. Die was?
sind so hochwertig. Weil wir am Bioladentag haben wir die zum Degustieren gehabt. Ja, so Sachen. Was macht das mit dem Appetit, wenn man immer um Lebensmittel herum ist? Also am Abend, wenn ich heimkomme, dann bin ich manchmal einfach so müde, dass ich nicht mehr mag essen. Also kein Appetit mehr. Und sonst ist es ist vielleicht so die ersten Jahre noch ein bisschen schwierig. Und jetzt, wenn ich nicht ein bisschen aufpasse und wirklich mal irgendwie zum Mittag irgendetwas Gescheites esse, dann ist es halt ein Schokostängel und das ist nicht so ganz vernünftig. Aber eigentlich, wenn ich arbeite, habe ich nicht so Hunger. Wir tun am Wochenende immer gut essen. Also du hast einen gut laufenden Laden mit guten Produkten, nicht Mitarbeitenden. Super Mitarbeitenden, ohne die gehen das gar nicht. Du machst voll jeden Montag am Morgen, wenn du da aufbrichst und anfahren, top motiviert an. Am Montag nicht, weil am Montag ist mein heiliger Tag. Ah, dann bist du mal ein guter. Dienstagmorgen? Ja. Meistens. Klar, okay. Es gibt auch mal Tage, wo ich finde, oh, jetzt hätte ich eigentlich gerne einen Tag frei. Aber meistens schon, ja. Ich denke, sonst kann man das auch nicht machen. Und auch meine Leute. Also, wenn die nicht hinter dem würden stehen und das gerne würden machen. Es sind strenge Tage, es ist eine strenge Arbeit. Was macht dir am meisten Freude? Wenn wir so ein Team gut haben, das ist lässig, das muss ich nicht so viel. Ja, wenn es gut gelaufen ist. Wenn Samstag so richtig gut gelaufen ist und wir nicht tot kaputt sind, das ist schön. Ich habe noch eine Frage mit dem Essen. Es bleibt ja am Safari. Ja. Was machen wir mit dem Safari? Also, ein Teil holt eine WG da um die Ecke. Das sind ziemlich viele junge Leute. Die kommen jeden Abend, wenn sie etwas hat, dann haben sie etwas. Dann, meine Leute können natürlich heimnehmen, wenn etwas um ist, ist klar. Und am Wochenende nehme ich es heim, ich habe einen Kühlschrank in der Garage da. Dann packe ich das rein und dann kann sich die Nachbarschaft bedienen. Ich finde es einfach nicht sinnvoll, es vorzuschmeißen, weil es ist dann manchmal sieht es nicht mehr so schön aus, aber das kann man tiptop brauchen. Was macht das Buch aus in Franken? Ware, wo du. Wo ich heimnehme? Ja, wo du einfach nicht kannst verkaufen kannst. Kann ich dir so nicht sagen. 500 Stutz. Was am Tag? Im Monat? Oder? Nein, ich kann das nicht in Franken sagen. Oh. Nein, keine 500 Franken. Aber das ist vielleicht normal. Ein Gemüse, vielleicht ein Zehntel. Ja. Ja, ich meine. Entweder willst du, dass es gepflegt ist und dann musst du es halt auch, wenn es manchmal schwer ist, fort, aber dann musst du es halt fort tun oder selber buchen oder verschenken. Mhm. Ja. Gibt es irgendeine Lieblingsanekdote aus deinem 22-jährigen Leben als Ladenbesitzerin, die dir in den Sinn kommt? Ja, eine Anekdote, nein, es ist eher ein Drama. Eben am Anfang, als ich da war, habe ich die Ausbildung noch gemacht. Dann war ich einen Tag mit dem Laden. Und dann hat jemand eine blonde Frau, schwarze Haare, schwarzes Hähnchen verkauft. Und ich bin dann nach der Schule arbeiten und dann ist die Kundin wieder gekommen und hat grüne Haare gehabt. Dann hast du Coiffeur müssen zahlen? Ja, ich habe dann gefunden, okay. Zahlt der Kaffee, oder? Ich meine, das hat man nicht mehr, können machen. Man darf einfach auf blonden Haken schwarzes Hemd tun, aber die Aushilfe, die ich dort hatte, hat es nicht gewusst. Gut, ich habe den Kaffee gezahlt. Und drei Wochen später habe ich die Frau wieder gesehen. Die hat immer noch grüne Haare gehabt. Das hat euch gefallen. Ja? Geht's? Ja? Ja, wenn nicht, ja? Gut, ich würde sagen, dann machen wir doch bei diesen grünen Haaren, oder? Wo du jetzt Mode, innovative Mode in die
gesetzt hast. Ich weiß nicht, ob es noch. Also ich habe noch nicht so viele Leute gesehen mit grünen Haaren im Quartier, aber vielleicht. Es ist schon 15 Jahre. Ja. Gut, dann nehmen wir doch das zum Abschluss. Wie schon gesagt, es gibt nachher ein Apéro und es gibt selbstverständlich die Möglichkeiten, noch weitere Fragen zu stellen. Jetzt eben nicht nur an Silvia Nitschke, sondern auch an die Mitarbeitenden, die rum sind. Und selbstverständlich kann man so zwischen den Gestellen schnuppern. Und ich weiss nicht, ob die Kasse schon zu haben oder ob man das auch noch kaufen kann. Aber sonst ist es auf jeden Fall etwas, ist ja nicht weit weg. Man kann ja dann auch morgen nachher noch hierher kommen. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Vor allem ganz herzlichen Dank dir, Silvia, dass du uns hier Einblick gegeben hast in deine Ladentätigkeit. Und selbstverständlich wünschen wir dir mindestens noch mal 22 Jahre. Oder dem Laden vielleicht dir persönlich nicht. Wir wünschen mir auch irgendwann mal eine gute Pensionierung. Ja. Aber dem Laden viel Erfolg. Es ist ja wirklich auch ein Juwel in diesem Quartier. Danke. Und also, danke vielmals. Danke Ihnen, dass ich hier bin. Das war das vierte und letzte Quartiergespräch in diesem Jahr und ich denke, wir sind genügend beflügelt, um das im weiteren Jahr auch weiterzumachen, oder? Franz, Bernard, Annemarie. Also, bis 2016.